Wir können ja bereits den Ort bestimmen, an dem ein Objekt landen wird, wenn wir es an einem Gefälle, also wenn wir am Fuße einer Rampe stehen oder einer geneigten Ebene, wenn wir von da ein Objekt nach oben werfen, mit einer gewissen Geschwindigkeit und in einem gewissen Winkel relativ zur Ebene, dann wissen wir bereits, wo das Objekt landet. Jetzt wollen wir doch mal gucken, angenommen dieses Objekt war ein roter Block, dann wollen wir doch mal gucken, wie sich eigentlich die Kräfte verhalten, die dann auf unseren Block wirken, wenn er auf dieser geneigten Ebene hängt. Und lass uns erstmal die grundlegenden Annahmen machen. Also wir sagen jetzt einfach mal, dieser Block hier, der hat natürlich eine Masse. Und wir versuchen mal diesmal alles wirklich so allgemein wie möglich zu halten, damit wir das, was wir nachher rausbekommen, also unsere Lösung, dass wir die wirklich immer auf jedes Problem anwenden können. Also wir wissen, wir haben hier eine Masse von m. Und wir wissen ja auch, dass auf diesen Block mit einer Masse von m wirkt auf jeden Fall eine gewisse Gravitationskraft, weil wir gehen davon aus, wir sind wieder in der Nähe der Erde. Dann wissen wir ja, dass unsere Gravitationskraft oder die Anziehungskraft der Erde in der Nähe der Erdoberfläche ist ja ungefähr minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde in Y-Richtung. Das heißt, wir werden nach unten gezogen. Das heißt, auf diesem Block hier wirkt ja eine Kraft, die gerade nach unten geht. Ich versuche so genau zu zeichnen wie möglich. Das heißt, die beiden Massen, und zwar einmal die Erde und einmal die Masse, die wir hier hingezeichnet haben, also unser Block, die Mittelpunkte dieser Massen ziehen sich beide gegenseitig an. Also einmal zieht die Masse die Erde an und die Erde zieht halt auch die Masse an. Und das ist genau unsere Gravitationskraft. So, wenn wir jetzt gucken, die Normalkraft wirkt in dem Fall natürlich ein bisschen anders. Ich habe ja im vorherigen Video schon verraten, dass sie immer senkrecht wirkt zu der Ebene, auf der sich das Objekt befindet. Das heißt, in dem Fall müsste sie ja wegzeigen von unserer Masse hier. Und um herauszufinden, wie groß denn das eigentlich ist, können wir uns ja eigentlich angucken, wie sich denn unser Vektor, den wir hier haben, also unsere Gravitationskraft, ob wir die nicht irgendwie zerlegen können. Und ich würde behaupten, das können wir sogar. Und zwar einmal in eine Kraft, die senkrecht auf die Ebene zeigt. Also ungefähr so. Ich nutze jetzt mal eine Notation, die vielleicht nicht so, die nicht so üblich ist. Wir nennen das mal FG senkrecht. Ja, also das Zeichen hier soll einfach nur senkrecht heißen. Das heißt, die Kraft wirkt senkrecht auf die Oberfläche, auf der unser Objekt ist. Und genauso haben wir ja auch eine Kraft, die irgendwie parallel zu der Ebene wirkt. Also die hier. Und die nenne ich mal analog zu unserem hier unten, das ist ja senkrecht, also nenne ich die jetzt mal parallel. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir irgendwie rauskriegen, wie groß denn diese beiden Kräfte hier sind. Und da hilft uns auf jeden Fall die Trigonometrie wieder ein ganzes Stück weiter. Wir können ja mal überlegen, was wir denn über dieses Dreieck zum Beispiel wissen. Wir wissen ja, das ist ein rechtwinkliges Dreieck, das sagt ja der Winkel hier unten aus, also der ist 90 Grad. Und der Winkel hier unten links, der ist Alpha, so groß wie Alpha. Das heißt, der Winkel hier oben muss ja zusammen mit den anderen beiden Winkeln 180 Grad ergeben. Das ist ja einer der Sätze der Trigonometrie, dass ein Dreieck, dass alle Winkel in einem Dreieck sich zu 180 Grad aufaddieren. Das heißt, wir haben ja hier schon 90 und hier haben wir Alpha. Das heißt, der Winkel hier oben muss ja auf jeden Fall 90 minus Alpha groß sein. Weil 90 minus Alpha plus 90 sind ja genau 180 Grad. So, dann müssen wir uns noch eine andere Sache vor Augen halten, um irgendwie an die Winkel hier ranzukommen. Wo mache ich das hin? Ich schreibe es mal hier oben rechts hin. Also, wenn du zwei Parallelen hast, zwei Parallelen, und die werden gekreuzt. Also die beiden sind parallel zueinander und die werden gekreuzt von irgendeiner anderen Linie, dann wissen wir ja, oder was können wir dann über den Winkel und den Winkel hier aussagen? Die sind beide gleich groß, die sind kongruent zueinander. Das heißt, wenn der Winkel hier, oder na lassen wir es, ich beschreibe es ja nicht nochmal extra, wir können ja mal gucken, wo wir das hier anwenden können. Wir wissen also, dass diese beiden Winkel, die ich jetzt hier in blau angezeichnet habe, dass die beide gleich groß sind. Und wenn wir mal gucken, die Gravitationskraft hier ist ja parallel zu dieser Seite von unserem Dreieck. Und wenn wir dann diese Ebene, die wir hier haben, die steile Ebene, wenn wir die mal als
als Linie nehmen, die sozusagen beide durchkreuzt, dann wissen wir ja, dass der Winkel hier unten rechts, also der 90 minus Alpha, das ist ja der gleiche wie hier, ist dann also genauso groß wie der Winkel, der hier wäre. Der hier wäre. Oh, darf ich nicht so groß zeichnen? Der hier wäre. Das hier ist ja wieder ein rechter Winkel. Und wir wissen also, dass der Winkel hier, der ist auf jeden Fall auch genauso groß wie 90 minus Alpha. Und wenn wir das jetzt schon wissen, dann können wir uns ja, kann es ja nicht allzu schwer sein, den Winkel hier oben noch rauszukriegen. Wir wissen ja, hier haben wir 90 Grad und hier haben wir einen Winkel, der ist so groß wie 90 minus Alpha. Also wir wissen, ich schreibe es mal hier oben nochmal hin, 180 Grad muss es ja insgesamt angeben und wir haben einen Winkel, der ist schon 90 Grad. Und wir haben einen unbekannten Winkel, den hier, den grünen, den nenne ich jetzt mal Beta. Und wir haben einen Winkel, der ist 90 minus Alpha. Der ist 90 minus Alpha. So, jetzt können wir ja auf beiden Seiten 90 Grad einfach abziehen oder 180 Grad sogar. Also können wir hier 90 abziehen und nochmal 90 abziehen. Dann ziehen wir hier 180 ab. Dann haben wir ja nur noch 0 ist gleich Alpha minus, Beta minus Alpha. Und wenn ich jetzt plus Alpha rechne, dann sehe ich, dass Alpha genauso groß sein muss wie Beta. Das heißt, unser Beta hier oben, unser Winkel hier oben ist genauso groß wie Alpha. Das hier ist Alpha. Und das ist ja schon mal enorm hilfreich. Wenn wir alle Winkel in unserem Dreieck haben, dann können wir ja auch berechnen, wie lang unsere einzelnen Seiten sind. Also wir können ja, vielleicht ist es ein bisschen anschaulicher, ich zeichne mal den Vektor hier oben. Das hatten wir ja auch schon mal gesagt. Vektoren können wir hier hinzeichnen, wo wir wollen. Hauptsache, sie behalten die gleiche Länge und die gleiche Richtung. Das heißt, wir können den Vektor hier oben auch hier unten ran zeichnen. Und dann, und zwar so, dass er halt da genau ranpasst an die Spitze von FG. Das heißt, das hier unten ist jetzt auch unsere Gravitationskraft in, oder die Komponente von der Gravitationskraft, die parallel zu unserer Neigung von der Ebene ist. So, dann sind die Winkel, die bleiben ja gleich. Also der Winkel hier ist ja der gleiche wie hier. Ich zeichne ihn vielleicht nochmal ein. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu unübersichtlich. Das hier ist der gleiche Winkel wie der da oben. Und jetzt können wir gucken, wie groß die einzelnen Seiten sind. Fangen wir am besten an mit der Seite hier drüben. Also wir haben den Betrag natürlich nur von FG, also von der Komponente von FG, die senkrecht auf der Ebene sitzt. Und das können wir ja teilen durch, die Hypotenuse kennen wir ja, die können wir ja berechnen. Wir haben ja die Masse und wir wissen G, also teilen wir das Ganze mal durch den Betrag von M mal G. M mal G, also M mal G ist ja wirklich nur unsere Gravitationskraft hier. Und dann können wir ja gucken, wir kennen den Winkel Alpha hier oben. Und welche Seite ist das denn, die jetzt hier ist? Welche Seite, oder ich schreibe am besten den Satz nochmal hin, der mir immer ziemlich hilft. So, ka, toa. Sinus ist Opposite, also gegenüberliegende Seite, Gegenkathete durch Hypotenuse. Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Und Tangens ist dann gegenüberliegende Seite durch Ankathete. Also Gegenkathete durch Ankathete. So, und wir haben jetzt ja hier, wenn wir uns den Winkel Alpha nehmen, dann ist die Seite hier ja die Ankathete zu Alpha und das hier ist ja die Hypotenuse. Also haben wir A durch H und A durch H, das ist der Cosinus. Also wissen wir, das ist genauso groß wie der Cosinus von Alpha. Und wenn wir jetzt nochmal M mal G rechnen, also mal unsere Gravitationskraft, dann wissen wir, dass der Betrag von der Komponente der Gravitationskraft, die senkrecht zur Ebene zeigt oder die senkrecht auf der Ebene sitzt, genauso groß ist wie unsere Gravitationskraft, mal dem Cosinus von Alpha. Mal dem Cosinus von Alpha. Und ja, das gleiche können wir natürlich auch machen für unsere andere Kraft, und zwar für die, die parallel zur Ebene zeigt. Also die hier oben ist ja das gleiche wie die hier unten. Also schreiben wir es nochmal hin. Wir haben FG, die Komponente von FG, die parallel ist zur Ebene. Und auch die teilen wir am besten durch die Hypotenuse. Also durch, oder wir schreiben mal wieder M mal G hin, damit wir das immer gleich berechnen können. M mal G. Und das ist ja dann genauso groß wie, wenn wir hier oben wieder den Winkel Alpha nehmen, dann ist das hier drüben ja die gegenüberliegende Seite. Und wir haben die Hypotenuse, also brauchen wir die Opposite-Seite durch die Hypotenuse. Und das macht ja genau der Sinus. Na, ich soll es vielleicht nicht durchstreichen.
Der Sinus. Also kommt hier jetzt hin der Sinus von Alpha. Und jetzt können wir genau das gleiche machen wie vorher auch wieder. Wir rechnen mal m mal g. Also wissen wir, dass der Betrag von unserer, der Betrag von der Gravitationskraft mal dem Sinus von Alpha, mal dem Sinus von Alpha, und Alpha ist sowohl der Winkel hier unten als auch der Winkel hier oben. Das ist ja das Faszinierende oder das, was uns jetzt gerade so enorm hilft. Und dieses Produkt ist halt genauso groß wie der Teil von der Gravitationskraft, die parallel zu der Ebene zeigt. Und falls du das jetzt so nicht merken kannst, also solltest du auf jeden Fall immer eigentlich in der Lage sein, dir das nochmal so herzuleiten. Und vielleicht eine andere Möglichkeit, um dann nochmal drüber nachzudenken, ist ja, wenn du den Winkel Alpha hier, wenn du den immer kleiner machen würdest, also wenn der irgendwann 0 wird, dann würde sich ja die Seite hier, die orangene, dann wird die ja immer mehr hier in Richtung von FG kommen. Und wenn wir jetzt noch wissen, also wenn Alpha 0 ist, der Cosinus von 0 Grad ist 1. Das heißt, umso kleiner Alpha wird, umso eher ist diese Seite hier genauso lang wie diese Seite. Und das macht ja Sinn, weil, wie gesagt, wenn wir das so kippen würden, das Bild, dann würden die irgendwann halt fast gleich lang und irgendwann liegen sie halt übereinander bei genau 0 Grad. Und genau andersrum gesehen, würde die Kraft hier natürlich, wenn wir das hier immer 0 machen, wird die natürlich irgendwann immer weiter, irgendwann wird sie wirklich genau parallel zum Boden sein. Und das würde ja auch Sinn machen, weil der Sinus von 0 Grad, ja, der Sinus von 0 Grad ist 0 und damit wäre die ganze Komponente hier 0. Und das stimmt ja, weil wenn der Winkel hier 0 ist, dann ist die Kraft oder der Teil der Komponente, die in einer Richtung zeigt, nach links oder nach rechts, ist natürlich gleich 0, weil die komplette Gravitationskraft dann ja direkt nur nach unten zeigt. Und das war natürlich alles sehr technisch jetzt. Ich hoffe trotzdem, dass das einigermaßen verständlich war. Im nächsten Video oder in den nächsten Videos werden wir das natürlich auch alles mal ein bisschen anwenden. Und ich denke, dann prägt sich das auch alles ein bisschen leichter ein. Aber wie gesagt, ich finde, das muss auf jeden Fall, man sollte in der Lage sein, sich das nochmal herzuleiten, weil das ist eigentlich, an sich gesehen, ist das alles nur simple Trigonometrie, also wirklich das, was man ganz am Anfang noch gelernt hat. Aber wie gesagt, lass das erstmal alles ein bisschen sacken und bei den Anwendungsaufgaben dann, denke ich, wird das alles vielleicht noch ein Stück weit klarer.